Und ansonsten kommen wir dann auch gleich zum Thema, nämlich eben der Schlaf. Und ja, es ist einfach immer so eine Frage, warum ist denn Schlaf so wichtig? Das ist ja nicht nur bei den Hunden so wichtig, sondern ja eigentlich auch bei uns und vor allem auch für unsere Kinder so wichtig, weil halt einfach der Schlaf wichtig ist fürs Gehirn. Während des Schlafes regeneriert sich halt einfach auch unser Gehirn und Informationen, die im Wachzustand aufgenommen werden, werden dann weiterverarbeitet und im Gedächtnis gespeichert. Also deswegen habe ich das immer so gemacht, wenn ich, also als ich noch in der Schule war und ich hatte dann irgendwie eine Schulaufgabe. Ja, da haben wir dann eben sehr viel geschlafen und vor allem halt auch vorm Schlafen habe ich mir dann immer noch die ganzen Sachen durchgelesen und dann meistens konnte ich es dann in der Früh. Dann war es zwar nur im Kurzzeitgedächtnis und über den nächsten Tag habe ich es dann schon wieder vergessen gehabt, aber für die Ex war es da mehr oder weniger halt eben da. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass auch gerade da die Welpen eben sehr viel Schlaf bekommen, gerade weil sie ja die Welt neu entdecken. Und sie sollen natürlich, und das wird halt immer so ein bisschen falsch verstanden, jetzt nicht überfordert werden. Man soll jetzt da wirklich nicht mit seinen Welpen in der Früh irgendwie zum Brunchen fahren, nachmittags spazieren gehen. Dann irgendwie noch in den Zoo und dies und jenes und alles an einem Tag. Das sind dann natürlich zu viel Informationen und das schafft dann das Gehirn auch tatsächlich nicht mehr. Also ich sage immer zu meinen Welpenbesitzern, schaut halt einfach, dass ihr euch einen Plan, einen Wochenplan einfach aufschreibt und dann halt überlegt, okay, morgen habe ich Zeit, dann fahren wir vielleicht mal auf die Pferdekoppel hin oder zur Pferdekoppel hin, dann lasse ich den Hund erstmal im Auto warten, dann mache ich die Klappe auf, dann lasse ich den Hund aus dem Auto die Pferde anschauen, na, dann hole ich ihn irgendwann mal raus, dann gehe ich da am Zaun entlang und dann ist einfach aber auch wirklich nur Pferdekoppel interessant. Da gehen wir dann auch nicht danach in den Wald und danach irgendwo noch in die Hundeschule und danach und danach und danach, sondern es ist einfach erst einmal Pferdekoppel. Dann kann man ja gerne nach Hause kommen, kann den Welpen dann noch in den Garten lassen. Da kommt auch später noch eine Studie tatsächlich dazu. Und dann, ja, dann sollte er aber auch erst einmal schlafen und die ganzen Sachen verarbeiten. Wenn, wie gesagt, der Welpe dann nach Hause kommt und dann ist noch Kinder da, die dann vielleicht noch mit dem Hund trainieren möchten und dann sind dann noch diese Sachen und dort und da schäbert's und da und der Hund kommt gar nicht irgendwie zur Ruhe, ja, dann war natürlich das ein bisschen ein schlecht gewählter Zeitraum für mein Training, weil ob er dann natürlich wirklich diese Pferdekoppel oder diese Ruhe an der Pferdekoppel und die wichtigen Informationen an der Pferdekoppel dann so verarbeitet, sei jetzt mal dahingestellt. Dann haben wir natürlich unsere Hormone, während auch des Schlafens, Ausschüttung der Wachstumshormone unterstützt den Körper beim Wachstum sowie der Regeneration von Knochen, Muskeln und Organen. Und das Stresshormon Cortisol, das wird im Schlaf einfach von bestimmten Botenstoffen auch abgebaut. Auch da natürlich immer auch die Sache, ja, wie schläft denn der Hund? Also schläft er denn wirklich? Das hat immer so eine Sache dann auch mit dem Schlaf. Na, wenn ich dann immer auch die Leute frage, wie lang schläft denn dein Hund? Ja, der schläft den ganzen Tag gerne. Ja, wie ist es denn, wenn du das Zimmer verlässt? Ja, da ist er dann sofort hinter mir her. Ja, dann ist das aber nicht der Schlaf, den ich halt einfach wirklich gerne hätte als Trainer. Ich meine dann schon, wenn wir jetzt dann später dann auch die verschiedenen Schlafphasen uns einfach besprechen oder anschauen, ja, dann, dass der Hund aber auch die Dinge, die um ihm herum geschehen, einfach gar nicht mehr wahrnimmt, dass der Geräusche nicht mehr wahrnimmt. Und wenn der Hund natürlich merkt, okay, Herrchen oder Frauchen, der steht jetzt oder die steht jetzt auf und geht aus dem Zimmer, zack, und schon springt der Hund hoch vom Bettchen und rennt uns hinterher und rennt uns hinterher und ist vielleicht schon in dieser Erwartungshaltung, boah, was machen wir denn? Dann ist das natürlich nicht eben dieser Schlaf, den wir gerne hätten als Trainer.
dann glaube ich auch nicht, dass tatsächlich dieses Stresshormon Cortisol abgebaut wird, sondern der Hund steht ja dann auch ständig unter Anspannung und eben ständig unter Erwartungshaltung. Er muss dabei halt wirklich schlafen. Das ist eben Voraussetzung. Herz-Kreislauf-System, diese Begriffe, die besprechen wir gleich noch, also dieses Non-REM-Phase und die REM-Phase. Also bei dieser Non-REM-Phase haben wir quasi diesen verminderten Herzschlag, Blutdruck sinkt, also wirklich diese Ruhepause für den Körper. Also wirklich dieses Ruhen. Alles entspannt, die Muskeln sind halt einfach schlaff. Ich sage ja, der Blutdruck sinkt, der Herzschlag sinkt und noch einmal nicht der Hund, der irgendwie erwartungsvoll auf seiner Decke liegt und sofort, ja, ne, die Muskelschub bekommt, sobald ich aus dem Zimmer rausgehe und tschung, und eben wie ein Ping-Pong-Ball hinter mir herfliegt. Die REM-Phase, da steigt der Herzschlag wieder, der Blutdruck steigt auch wieder. Und es ist eben auch ganz wichtig, langfristiger Schlafmangel stößt Entzündungsprozesse im Körper an. Also wir müssen halt einfach schlafen, um gesund zu bleiben. Und auch gerade wenn wir krank sind, merken wir das ja auch, dass wir da tatsächlich viel, viel, viel Schlaf brauchen, Schlaf benötigen. Ich bin immer tatsächlich so ein Mensch, ich kann da ganz gut auf meinen Körper hören. Und wenn ich auch, ja, ich bin immer so ein Workaholic, ich weiß, und viele schimpfen ja auch immer, aber ich kann das, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut auch einschätzen, dass wenn ich mal wieder so 2, 3, 4 Wochen ziemlich hoch fahre, dann habe ich aber auch wieder meine Tage dabei, wo ich ganz viel schlafe, wo ich auch tatsächlich um 9 Uhr wirklich ins Bett gehe, wo ich den Computer auch gar nicht anschalte den ganzen Tag. Und deswegen jung fülle ich halt einfach wieder meine ganzen Reserven. Und das ist, wie gesagt, halt auch ganz wichtig. Und auch letzte Woche habe ich halt fast gar nichts gemacht, auch weil ich da eben von der Stimme so ein bisschen angeschlagen war und allgemein angeschlagen war. Und ich merke, das halt immer sofort eben rauslassen und dann entweder vom Computer schlafen, mittlerweile habe ich das Alter auch, dass ich vom Computer schlafe, oder dann halt eben wirklich früh ins Bett gehe und dann geht es aber dann auch relativ schnell wieder bergauf. Und genau, dann haben wir das Immunsystem, Stärkung von der Immunabwehr, auch die Reparaturprozesse in den Zellen. Und kurzfristiger Schlafmangel beeinträchtigt unter anderem die Funktion von T-Zellen, die infizierte Körperzellen beseitigt. Das haben wir ja schon gesagt, ne? Also wenn ich wirklich krank bin, sollte ich halt einfach schlafen, dass da halt einfach diese Funktion dieser T-Zellen einfach in Schwung kommt. Und wenn ich halt kurzfristig einen Schlafmangel habe oder halt wirklich auch längerfristig einen Schlafmangel habe. Gerade auch diese Menschen, die ja schlecht einschlafen können, in der Nacht einfach ja wirklich sich 2 Stunden hin und her wälzen, die vielleicht halt eben auch Probleme haben, deswegen nicht schlafen können, die werden ja auch schneller dann krank. Also da kommt eine Bazille da angeflogen und dann, ja, dann hat man sofort halt irgendwelche Grippeerscheinungen oder tatsächlich wieder. Der Stoffwechsel, Energiespeicher werden aufgefüllt, Fettverbrennung ist natürlich gut, also deswegen am besten 24 Stunden schlafen, dann baut es ein bisschen das Zellulitis ab, nicht Spaß beiseite. Bildung neuer Proteine, die unter anderem für den Muskelaufbau auch notwendig sind. Gerade auch wieder bei den Welpen und bei den Kindern halt eben sehr wichtig. Und Abtransport von irgendwelchen Stoffwechsel. Abbauprodukte aus dem Gehirn, aber halt eben auch aus der Leber und aus der Niere. Ne, das brauchen wir halt einfach auch, dass da der Körper sich mal nur um die Sache halt einfach auch mal kümmert. Ne, nicht, dass wir dann gleichzeitig eben essen und da brauchen wir jetzt noch irgendwelche andere Anteile und da müssen wir dann auch Sport treiben und da brauche ich eigentlich auch meinen Körper wieder und die Muskeln und so kommt ja der Stoffwechsel gar nicht auch ja, so richtig dazu, einfach mal diese ganzen Giftstoffe rauszutun. Und deswegen, genau, brauchen wir halt einfach auch viel Schlaf. Schlafdauer, da gibt es einen deutlichen Unterschied halt einfach auch.
zwischen Mensch und Hund. Der Mensch ist eher, dass er so ein binäres Schlafrhythmus hat, der unterteilt eben in Wach- und Schlafphasen. Na, wir schlafen halt eben in der Regel nachts und sind dann tagsüber wach. Außer, naja, wir haben jetzt irgendwie so einen Job, dass wir dann doch mal nachts arbeiten müssen, aber wir haben halt eben lange Schlafphasen und lange Wachphasen. Der Hund ist da eben anders. Der sollte ja ungefähr 50% seines Tages tatsächlich verschlafen und ungefähr dann nochmal die 30%, die er dann eben quasi wach ist, inaktiv verbringen. Also irgendwo halt tatsächlich rumliegen und nicht so wirklich viel tun. Und die anderen 20% des Tages, ja, da ist man wach und da ist man dann auch aktiv und da kann man ja dann rumlaufen und rumhüpfen und mit einem anderen Hund toben und Löcher buddeln. Ja, was man halt sonst so Hündisches macht. Und das ist, wie gesagt, auch sehr, sehr, sehr wichtig. Einfach nur mal rumliegen und nichts tun. Was ja schon viele Hunde nicht mehr können, aber das sind eben auch oftmals diese Koppelungen an den Menschen, weil wir das halt einfach auch schon gar nicht mehr können. Wir können uns ja einfach schon gar nicht mehr, naja, wenn wir beim Spaziergang einfach nur mal so auf eine Bank hinsetzen und blöd schauen. Und deswegen können das halt eben auch sehr viele Hunde gar nicht mehr. Und dadurch, dass viele Menschen das ja schon so in diesen Alltag drin haben, ja, vormittags machen wir dies und dies und das und nachmittags muss ich dann das und das und das machen und abends kommt noch das und das und das dazu, merken die aber auch gar nicht, dass ihre Hunde ja quasi überall auch dabei sind und dass diesen Hunden eben sehr viel von diesen entweder schlafen oder eben diesen also inaktiven Rumliegen, sage ich jetzt halt einfach mal, fehlt. Und den Leuten ist es wirklich gar nicht so bewusst, dass das tatsächlich nicht so gut ist für ihre Hunde. Schlafqualität, das ist natürlich wieder, ja, was habe ich da natürlich für eine Rasse? Habe ich da einen jungen Hund, habe ich da einen Welpen? Habe ich jetzt da einfach einen, ja, einen Hund, der 4 Jahre, der einfach aktiv, der gesund ist? Ja, das ist ja dann auch gar nicht so schlimm, wenn der jetzt mal so ein bisschen weniger schläft und ein bisschen weniger rumliegt, sondern da tatsächlich seine Energie rauslässt. Und dann kann man natürlich auch mit dem nur 2, 3 Stunden unterwegs sein. Wenn er natürlich danach wieder diese Möglichkeit hat, dann wieder runterzufahren. Und ich sage ja auch immer zu meinen Leuten, es ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn der mal 14 Tage im Urlaub mal nicht so wirklich viel schläft. Also auch wenn ich mit meinen Hunden im Urlaub bin, dann wandern wir viel und gerade die Schäferhündin hat da einfach auch Probleme, wenn wir irgendwo anders sind. Und ja, die ersten 2 Tage ist das immer ganz schlimm, weil sie dann gar nicht weiß, wie sie sich immer auch hinlegen soll und wo sie sich hinlegen soll und bis sie dann sich ihren Platz im Bett dann wieder so richtig eingeholt hat. Ja, meine Hunde schlafen im Bett, ich bin ja auch da immer ganz ehrlich. Und ja, das ist dann wirklich Stress für die und aber ist ja nicht schlimm. Ne? Also wenn ihr dann nach 14 Tagen oder nach einer Woche es wieder in den normalen Rhythmus rüber geht, ist das auch mal nicht schlimm. Sag ja, wenn der Hund dann in diesem Urlaub 1, 2, 3 Wochen aus dem Rhythmus rauskommt. Aber danach ist es eben sehr wichtig, dass der Hund wieder in seinen Rhythmus reinkommt. Deswegen haben ja auch sehr viele Hunde überhaupt gar kein Problem, wenn die Kinder zum Beispiel in den Oster- oder in den Pfingstferien zu Hause sind. Weil es dauert dann auch nur 2 Wochen. Na, Osterferien sind ja 2 Wochen und Pfingstferien sind 2 Wochen. Und da ist dann natürlich auch der Rhythmus gestört für die Hunde, dass dann der Hund sagt, also eigentlich ist er in der Früh immer schlafen, da sind keine Kinder dann zu Hause, da sind die Kinder im Kindergarten oder die Kinder dann in der Schule. Und da penne ich dann einfach und dann eben während der Ostern oder den Pfingstferien, ja, ist natürlich schon in der Früh Halligalli Drecksau Party und da wird dann vielleicht weniger geschlafen, weil die Kinder zu Hause sind und weil die Kinder dann schon in den Garten gehen und rumhüpfen. Ist doch auch nicht schlimm. Was immer so ein bisschen schwieriger wird, wird dann die großen Ferien, wenn es dann halt eben 6 Wochen tatsächlich sind, wo die Hunde aus ihrem Rhythmus rauskommen. Und da sollte man dann halt einfach auch wieder darauf achten und da halt einfach wieder versuchen halt zumindest diesen Rhythmus drin zu behalten für die Hunde halt einfach. Wie gesagt, die Schlafqualität dann auch noch,
Ja, die Seniorhunde. Lass die Seniorhunde einfach schlafen. Klar muss ich natürlich auch mal einen Seniorhund rausholen und den dann auch mal nehmen und den dann auch wirklich sagen, so, wir gehen jetzt aber auch mal vielleicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, sonst würden die das unter Umständen ja komplett verpennen. Ich hatte da auch so ein Hündchen zu Hause, mein Bonnie, meinen allerersten Hund, und der hat dann so ungefähr ab 14. Lebensjahr gesagt, ach, ich schlafe nur noch. Und den mussten wir dann natürlich auch mal rausholen und ja, musste aus der Haustür raustragen, ihn dann hinstellen. Und dann sind wir halt dann ganz langsam Gassi gedackelt. Ja? Und der ist tatsächlich dann aber auch 16,5 Jahre alt geworden. Und genau, weil wir ihn aber halt einfach auch mitgenommen haben. Da haben wir ihn dann schon mal so ein bisschen durchgezwungen, sage ich jetzt mal. Dann natürlich die Schlafqualität. Ja, Stress. Habe ich den Stress zu Hause oder als Hund? Habe ich da vielleicht ja jetzt einfach meine Couch, wo ich wirklich schlafe? Oder ist mein Bettchen direkt am Fenster und ich schaue da halt schon die ganze Zeit raus und schaue mir den Garten an. Ja, was ist denn jetzt da in den Garten? Und da ist wieder ein Vögelchen und da ist dies und da ist jenes. Also, wie viel Stress habe ich denn? Wie viel beobachtet mich vielleicht unter Umständen mein Besitzer? Ja, weil viele Hunde können ja auch gar nicht tatsächlich schlafen, weil der Besitzer immer, ja, schläft er? Ja, wie liegt er denn auf der Decke? Oh, jetzt liegt er auf der Decke, aber schläft er wirklich? Und die Leute lauern und lungern mehr oder weniger um diese Hunde da so rum. Und ja, wenn ich halt einfach permanent mental an meinem Hund dran bin, das besprechen wir auch noch am Donnerstag bei Ruhe im Alltag, dann kann der Hund aber auch gar nicht ruhen und gar nicht irgendwie rumliegen. Ist ja das Gleiche bei uns. Ich mache das dann immer auch im Unterricht, dass ich dann bewusst diese Leute, die immer so ein bisschen ihre Hunde kontrollieren, immer auch ganz stark anglotze und rumgehe und die von unten nach oben und von oben nach unten dann anschaue und dann irgendwann mal die Leute sagen, ja, was hast du denn? Und ich so, ja, gar nichts, ich gucke dich doch nur an. Ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen unwohl. Ach nee. Na, und wie gesagt, so ist es dann halt einfach auch bei einigen Besitzern, bei manchen Helikoptereltern, die dann wirklich alles dokumentieren und alles bewerten und ach, jetzt schlägt er sich im Schlaf und könnte dann vielleicht Stress haben. Nein, ne? Also so versteckter Stress ist halt immer auch ganz, ganz, ganz schwierig bei den Leuten rauszubekommen oder die Leute auf diesen unbewussten Stress einfach mal aufmerksam zu machen. Ich habe auch eine Familie zum Beispiel, die hat immer den Fernseher an. Also der Frau geht schon voll auf den Senkel, weil der Mann, also die müssen anscheinend wirklich im Wohnzimmer einen Fernseher haben, im Schlafzimmer einen Fernseher haben, in der Küche auch noch so einen kleinen Fernseher haben, im Esszimmer auch noch einen Fernseher haben und in allen vier Zimmern läuft immer permanent dieser Fernseher. Und im Bad ist dann noch das Radio an. Und die Frau sagt, und das Schlimme ist aber, es ist ja nicht auf allen Kanälen quasi das Gleiche. Dann wäre es ja vielleicht okay noch. Aber im Esszimmer ist doch egal die Tagesschau und im Schlafzimmer ist dann jetzt gerade ein Spielfilm und auch immer diese unterschiedlichen ja, Hintergrundgeräusche, wenn sie dann in die Küche geht, dann hat sie wieder was anderes und man nimmt es ja doch wahr einfach. Und das sind dann natürlich wieder diese versteckten Stressoren für uns übrigens und eben auch für den Hund. Gott sei Dank hat der Hund ja kein Handy und keine WhatsApp und kein Gebimmel hier irgendwie an irgendwie ein Handy, aber er kriegt es trotzdem mit. Also meine Fee, also der Mali, reagiert zum Beispiel aufs Telefon. Also wenn das Telefon geht, dann fängt die auch zum Jaulen an. Findest du irgendwie doof, einfach Telefon. Aber nur ein bestimmter Klingelton. Also nur tatsächlich das Telefon hier zu Hause. Das Handytelefon ist jetzt eher egal, aber das normale Festnetzanschluss, da fängt die dann echt zum Jaulen an. Also das geht ihr tierisch auf den Senkel, halt einfach auch dieses Geräusch davon. Dann auch die Schlafqualität so und die Sicherheit einfach. Fühle ich mich denn da, wo ich schlafe, sicher? Fühle ich mich denn bei den Besitzern sicher? Und da haben wir sehr viele Probleme, einfach auch bei den Auslandshunden, die sich vielleicht jetzt gerade nicht so sicher fühlen bei den Menschen, weil die sagen, ich kenne eigentlich keine Menschen oder ich kenne vielleicht nur Menschen, die
nicht so nett sind zu mir oder einfach Menschen, die permanent irgendwas wollen oder halt einfach aber auch, wenn ich eben Kinder zu Hause habe und die Kinder dann sich vielleicht auch bei den Hund immer in das Köpfchen reinlegen. Das ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber wenn ich halt den bisschen sensiblen Hund natürlich auch habe, der dann sagt, okay, ich lege mich jetzt in mein Bettchen rein, aber jetzt weiß ich schon wieder nicht, ob jetzt ich angepackt werde oder auch Kinder, die vielleicht im Wohnzimmer spielen und dann Bälle hin und her schmeißen und dann wird da mal wieder so ein Ball in das Körbchen reingeschmissen. Ja, also Hunde sind da relativ cool oder viele Hunderassen sind da halt relativ cool, wenn ich jetzt an Labradore, Beagle etc. denke. Aber ich glaube schon, dass es ihnen irgendwann mal schon auf den Keks geht, wenn die da halt einfach nicht in ihrem Körbchen mal schlafen können. Weil, sag ja, schon wieder irgendwas reinfliegt oder weil das Kind schon wieder streichelt oder weil sich das Kind schon wieder reinlegt. Und dann ist es halt einfach auch nicht so wirklich dieser sichere Zufluchtsort, mein Körbchen oder vielleicht halt auch meine Hundebox. Ich habe auch mal ein Video gesehen, das hat mir eine Frau gezeigt. Ja, ich meine, okay, also da muss ich immer ziemlich, merkte schon so ziemlich hart ein- und ausatmen und das ein paar Mal hintereinander, weil mich sowas ziemlich auf den Senkel geht. Auf jeden Fall saß der Hund in seiner Box drin und die Kinder, die sind auf der Box rumgetut. Und ich habe das gesehen, das sage ich, geht's noch? Also, ja, wenn der Hund jetzt einfach in seiner Box, und da ist jetzt völlig egal, ob die Box auf oder zu ist, aber es kann doch jetzt nicht sein, dass Kinder auf einer Box rumturnen oder gegen eine Box immer irgendwie einen Ball hinschmeißen oder sowas. Also, da muss ich halt schon sagen zu den Eltern, ihr müsst da einfach mehr die Kinder in den Griff kriegen. Wenn der Hund in der Box liegt oder wenn der Hund im Körbchen drin liegt, dann ist da halt einfach Tabuzone. Auch für uns ganz wichtig, weil wir streicheln ja auch dann immer sehr häufig unsere Hunde, wenn sie im Körbchen liegen, weil immer so ein bisschen magisch, so anziehungskraftmäßig man da halt immer diese Hunde streicheln muss. Also wie viel Störung, wie viel Lärm und wie viel Unruhe hat denn tatsächlich der Hund im Alltag? Dann, genau, da gibt es eine Studie, die ist hier unten quasi, diese Studie. Da wurde untersucht, wie sich positive und negative Erfahrungen auf den Hundeschlaf auswirken. Und dazu wurden die Hunde mit emotional auf der einen Seite positiven sozialen Interaktionen konfrontiert, zum Beispiel gemeinsames Ballspielchen und Streicheln, und dann eben mit emotionalen negativ sozialen Interaktionen konfrontiert. Da sind dann die Besitzer einfach auch mal kurz weggegangen. Es gab eben eine Trennungsphase, bedrohliche Annäherung einer Fremdperson und hat einfach, dass den Hund jemand angestarrt hat mit regungslosem Gesicht. Also der Hund war da eben ein bisschen im Stress. Und danach wurde das Schlafverhalten der Hunde über 3 Stunden untersucht. Und da ist dann tatsächlich rausgekommen, dass nach so einer negativen sozialen Interaktion die Hundeschlender eingeschlafen sind. Wahrscheinlich auch da wieder als Antwort auf den Stress. Da kommt ganz zum Schluss noch eine Folie von mir, nämlich von diesem Konfliktschlaf. Das ist eben auch ganz wichtig, dass wir das halt einfach auch mal mehr, mehr beobachten. Sind unsere Hunde in gestressten Situationen, fallen die dann immer in so einen Konfliktschlaf? Aber wie gesagt, diese Folie kommt dann noch zum Schluss. Und nach dieser negativen sozialen Interaktion waren dann auch die REM-Phasen, also wie gesagt, da kommen wir noch, was eine REM-Phase ist, des Schlafens deutlich kürzer. Und somit konnte man halt einfach auch zeigen, dass eben auch eine kurze emotionale negative Interaktion sich dann halt eben auch wieder negativ auf den hündischen Schlaf auswirken. Und da ging es, wie gesagt, nur um eine kurze emotionale Interaktion. Und was ist eben, wenn der Hund eine lang anhaltende negative, stressige Alltag hat? So, jetzt warte jetzt mal, jetzt mache ich gerade eben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und viele Leute, wie gesagt, weil sie ja selber so gestresst sind und weil sie selber immer so auf der schnellen, lebigen Schiene leben, merken deswegen halt einfach gar nicht, dass diese Hunde wirklich gestresst sind. Dann gibt es noch Aktivitätsniveau und Schlaf. Da hat man dann eben auch, hier unten ist wieder diese Studie,
Mittel zu einer Polysomnographie, also Messung von zahlreichen Körperfunktionen während des Schlafs. Und dazu gehören halt einfach die Hirn-, die Muskel- und die Augenaktivität sowie die Atmung nach eben einem aktiven, erlebnisreichen Tag einfach untersucht. Und da ist eben auch wieder rausgekommen, dass nach einem eben sehr aktiven, erlebnisreichen Tag benötigten die untersuchten Hunde mehr Schlaf und fielen dann aber auch eben schneller in diese tiefere Schlafphase. Wenn sie es denn dürfen, da ist es wieder, weil viele Hunde haben es ja dann eben leider Gottes und gerade auch von diesen aktiven Hunden haben es dann auch nicht gelernt, dass sie dann sich eben auch abends dann hinlegen und dann halt auch mal schlafen. Und gerade, ja, ich habe ja selber einen Mali halt zu Hause, die muss man dann unter Umständen dann aber halt auch mal zwingen dazu und sagen, ah, du legst dich jetzt dahin und es ist jetzt wirklich auch mal Schluss. Und wir haben die dann zum Beispiel aber auch in ihrer Jugend, also wie gesagt, jetzt ist sie mittlerweile schon Oldie, und jetzt kann man sich dann auch mal selber hinlegen und dann auch mal ruhen. Also sie sucht es jetzt tatsächlich im Alter ein bisschen mehr als in ihrer Jugend. Aber früher haben wir sie halt einfach auch mal ins Schlafzimmer eingesperrt. Ne, dass wir gesagt haben, so, jetzt waren wir aber unterwegs. So, und jetzt gehst du aber tatsächlich ins Schlafzimmer und dann ist da auch die Tür zu und dann hast du da einfach gar nichts mehr, sondern dann kannst du aufs Bett drauf springen oder dich in dein Körbchen reinlegen. Aber es ist jetzt einfach mal wirklich Schicht im Schacht. Das haben wir einfach gemacht. Und das hat sie ja dann eben auch sehr, sehr, sehr schnell tatsächlich auch akzeptiert. Natürlich war sie dann mit 6 Monaten, als ich sie bekommen habe, am Motzen und am Maulen und am Jammern. Aber wir haben das einfach durchgehalten, Tür zu und dann hat sie uns nicht mehr gesehen und alles war gut. Muss man halt dann vielleicht mal eine Woche Oropax reinmachen. Und dann war aber auch dieses Zimmer so, okay, ich werde da jetzt reingetan und dann hat die aber auch ganz schnell einfach wirklich sich hingelegt und wirklich gepennt. Weil es halt einfach, sie wusste, okay, ich komme da einfach nicht raus und es ist jetzt halt einfach so. Wie gesagt, viele gerade der aktiven Hunde versuchen ja dann auch gerade noch abends, ja, uns so ein bisschen noch zu animieren, dass wir dann vielleicht noch Bällchen schmeißen oder dass sie dann noch einen Kauartikel kriegen etc. Das sollte man dann halt einfach auch nicht machen, sondern wirklich sagen, so, du hattest heute Vormittag jetzt einen Kauartikel, wir haben heute Nachmittag halt einfach auch abortiert und jetzt ist einfach aber auch mal Schluss. Dass die nicht den ganzen Tag halt einfach auch wieder, wie hat meine Oma immer gesagt, auf Tralafitti sind. Schmerz und Schlaf, auch da gibt es eine Studie mit Arthrosehunden. Die Besitzer bekamen im Vorfeld einen Fragebogen zu den Schlafgewohnheiten ihres Hundes. Und dann wurden die Hunde 2 Wochen auf Schmerzmedikation eingestellt oder die andere Gruppe eben auf Placebo. Und die Leute wussten ja auch nicht, was hat jetzt mein Hund? Hat jetzt mein Hund ein Placebo bekommen oder hat jetzt mein Hund ein Schmerzmedikament bekommen? Und Fazit war aber halt auch da, während der Schmerzmittelgabe haben die Hunde halt einfach besser geschlafen. Und die hatten insgesamt auch einen ruhigeren Schlaf. Also wie gesagt, da ging es um Arthrose-Patienten, die halt wirklich auch Schmerzen hatten. Und unbehandelte Schmerzzustände, die haben sich wirklich negativ auch auf den Schlaf des Hundes ausgewirkt. Aber das wissen wir ja alle selber. Wenn wir halt einfach Schmerzen haben, dann wälzen wir uns tatsächlich auch im Bett hin und her. Da weiß man auch so gar nicht, wie man sich denn jetzt hinlegen soll. Und dann hat man gerade so eine Schlafposition gefunden und 2 Minuten später zwickt es aber dann schon wieder irgendwie und dann legt man sich doch wieder anders hin. Und genau, also da einfach auch mal bei den Oldies ein bisschen schauen, gerade wenn die Oldies halt eben auch anfangen, ja, so unruhig zu schlafen, beziehungsweise schlafen, gehen, und dann wieder aufstehen und gehen. Und das ist mir tatsächlich auch passiert bei meinem alten Rüden, der hat viel geschlafen, der hat dann aber halt auch so ein bisschen so eine Änderung bekommen, der hat dann
nachts tatsächlich zum Wandern angefangen und tagsüber hat er dann, ja, habe ich ja schon gesagt gehabt, 24 Stunden, also 12 Stunden fast geschlafen. Da mussten wir ihn dann eben wecken, dass wir dann auch mal rausgehen. Und nachts ist er dann oder wäre er aktiv geworden. Und dann haben wir es aber auch wirklich mit Schmerzmedikamente versucht und dann hat er halt einfach wieder angefangen, auch nachts zu schlafen, durchzuschlafen und dann tagsüber eben mit so kleinen Gassi-Geh-Runden dann auch mal wieder umeinander zu doddeln. Also gerade bei den Senioren einfach auch mal drauf achten. Allgemein aber auch bei den jungen Hunden drauf achten, wenn ihr merkt, der legt sich hin und ist da eben im Liegen so ein bisschen unruhig. Ich hatte jetzt am Wochenende tatsächlich auch eine Hündin bei mir im Training, die konnte nicht sitzen. Aber die konnte jetzt nicht sitzen, weil sie nicht sitzen konnte. Weil sie jetzt tatsächlich ein junger Hund war und ein Wischler war. Und Wischler sind ja von Haus aus ein bisschen unruhige Hunde und eben es war eine junge Hündin. Nee, die konnte nicht sitzen, weil sie einfach nicht sitzen konnte, weil das wirklich hinten gezwickt hatte und gezwackt hatte. Und dann hat sie sich so hingesetzt, dann hat sie sich so hingesetzt. Und dann habe ich die Besitzerin hat auch gefragt, sag ich, ist da irgendetwas passiert? War da irgendwie ein Unfall oder ist es mir noch nie aufgefallen bei der? Und dann sagt sie, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Und dann langt die Besitzerin an den Rücken und zack, und schon war die Hündin da. Die habe ich jetzt dann auch eben gleich in die Osteo geschickt und habe gesagt, lass dir das unbedingt einfach mal anschauen. Dann hat sie gesagt, ja, wenn ich jetzt da ein bisschen nachdenke und wenn du jetzt das echt so sagst, ja, die hat auch zu Hause, dann ist sie da ins Körbchen gegangen, dann ist sie da wieder aufgestanden, dann hat sie sich da wieder hingelegt. Ja, die war jetzt schon auch die letzte Woche bisschen unruhiger. Sie hat das natürlich wieder auf die Pubertät hingeschoben und ja, sage nee, du, ich glaube, die kann halt wirklich einfach nicht. Da zwickt irgendwas. Also auch da mal tatsächlich schauen. So, dann habe ich ja schon gesagt, kommen wir zu den Schlafphasen. Wenn unser Hund schläft, dann durchläuft er wirklich fast die gleichen Schlafphasen wie wir, bloß halt ein bisschen kürzer. Die Phasen wiederholen sich auch bei uns im Schlaf immer wieder und beim Hund eben sogar häufiger. Wir durchlaufen in der Nacht, also wenn wir unsere 7 bis 8 Stunden halt einfach schlafen, ungefähr 5 Schlafzyklen und der Hund etwa 20. Wenn ich natürlich nur 3 Stunden schlafe, dann habe ich natürlich keine 5 Schlafzyklen. Und jetzt kommen eben diese Begriffe, die ich ja gerade schon hatte, nämlich die Non-REM, der Non-REM-Schlaf. Da geht es quasi halt um die charakteristischen Augenbewegungen in diesem REM-Schlaf. Ne, jeder von uns weiß das ja, wenn der Hund da liegt und ja, dann auf einmal so ein Augenflattern bekommt und die Augen bewegen sich hin und her. Das merkt man ja auch bei Menschen. Dann ist es halt einfach eben dieser REM-Schlaf. Und dieser Non-REM-Schlaf ist folglich halt einfach dieser Schlaf, wo diese Augenbewegungen fehlen. Da ist auch tatsächlich so, habe ich ja schon oben in der Folie gehabt, dass die Körpertemperatur sinkt und dass der Blutdruck halt einfach sinkt. Und da haben wir eben eine Non-REM-Phase, zum Beispiel den Einschlafen. Also der Übergang vom Wachsein in den Zustand des Unterbewusstseins, Beginn des Einschlafens. Die Augen sind zwar geschlossen, aber ich sage ja, die flattern da nicht so hin und her oder die bewegen sich nicht hin und her. Die Muskeln entspannen sich da schon langsam. Na, der Hund hat vielleicht auch schon eine angenehme Liegeposition. Und ja, ein bisschen zucken tun sie dann vielleicht schon manchmal. Aber eben, er ist noch in der Einschlafphase, er ist noch nicht beim Träumen. Dann haben wir diese zweite Non-REM-Phase, nämlich den leichten Schlaf. Das ist auch der längste Abschnitt. Der beansprucht ungefähr 45% von der gesamten Schlafzeit. Der ganze Körper wird so ruhig und ist völlig entspannt. Und wenn man dann auch ein EEG macht, dann sieht man so wellenförmige Muster und es findet da schon noch Hirnaktivität statt, aber es ist halt einfach so ausgeglichen. Und dann kommt auch noch eine Non-REM-Phase, nämlich der Tiefschlaf mit so einer schönen, ruhigen Atmung. Das Herz schlägt dann langsamer, es sinkt halt einfach der Blutdruck und die Körpertemperatur. Und ich sage ja, das ist eben ganz wichtig. Der Hund reagiert da aber nicht mehr, oder halt eben der Mensch oder ein Individuum, sage ich jetzt mal, weil halt eben auch andere Tiere das ja haben, auf Geräusche und auf die Umwelt. Also deswegen,
habe ich ja schon betont und ich kann es halt immer nur wieder betonen, wenn halt da der Hund aufschreckt oder halt euch hinterherläuft, sobald ihr das Zimmer verlässt, ist er nicht in dieser Tiefschlafphase. Und das ist eben sehr, sehr, sehr wichtig. Dann ruht er halt. Und noch einmal, es ist ja auch überhaupt gar kein Problem, dass der Hund ja einfach wach ist und irgendwo rumliegt und dann natürlich auch uns hinterhergehen darf oder auch mal aus dem Fenster gucken kann oder mal kommen kann und dann gestreichelt werden möchte und sich dann wieder hinlegt. Aber ich sag ja, wenn er aber alles mitbekommt, wenn wir vermeintlich halt einfach denken, ja, der liegt jetzt da tatsächlich im Bettchen und draußen hustet jemand und der Hund wirklich eben aufspringt und ans Fenster läuft und bellt, dann ist er nicht in dieser Tiefschlafphase. Und dann fehlt ihm halt einfach etwas und es ist nicht gut. Dann kommen wir eben in diese REM-Phase, die tritt beim Hund eben ungefähr 20 Minuten nach dem Einschlafen ein. Die Augen bewegen sich hin und her, das habe ich ja gesagt, die Augenlider zucken, die Beine zucken dann auch oft, ne? Die Hunde laufen ja, die Rute wedelt oftmals und die fangen dann auch zum Jaulen an, kennt ja jeder. Und ich sage dann auch, oh, guck mal, die Fee jagt jetzt gerade schon wieder irgendwie einen Hase. Oder oh, die Lütte, die schnüffelt da jetzt gerade beim Spaziergang. Oder oh, ein Eisbärchen und Charlotte, die spielen halt gerade wieder miteinander. Also man sieht da halt einfach, da passiert was in dem Hundekörper. Ja, also der Hund träumt da. Da wird allerdings aber auch wieder der Herzschlag ein bisschen höher. Und dann, ja genau, das habe ich ja schon gesagt, dieser REM-Schlaf ist eben bei fast allen Säugetieren nachgewiesen. Und es ist eine große Bedeutung fürs Wohlbefinden. Bei uns Menschen dauert es halt eben länger, bis zu 25% des Schlafes, beim Hund nur ungefähr 10-15%, also nur 2-3 Minuten. Und deswegen ist es halt eben wichtig, dass die Hunde halt einfach mehr schlafen und dass sie halt eben sehr flexibel auch in ihrem Schlafverhalten sind. Und da beneide ich sie ja schon immer überall und immer irgendwie einschlafen können. Ja, die knacken da halt einfach, du wartest irgendwo, der legt sich hin und pennt dann schon. Und dann denke ich mir auch immer, oh, das wäre schon eigentlich auch schön, wenn ich das mal so könnte. Aber es ist eben wichtig, weil das eben so kurz quasi ist, dass es dann halt öfter tatsächlich hat. Und das haben wir ja schon gesagt, die Welpen haben eine längere REM-Phase, weil sie halt einfach in dieser Phase die neuen Eindrücke, also nicht die Eindrücke, die sie völlig überfordern, sondern die neuen wohldosierten Eindrücke halt einfach verarbeiten sollten und müssen und eben da verarbeitet werden, wenn sie halt eben diese Phase haben. Wenn sie diese Phase halt nicht haben, weil sie halt nicht da reinkommen, weil sie uns den ganzen Tag hinterherlaufen, dann ist das natürlich nicht so gut. Menschen mit Schlafstörungen und ein Gen, also dann halt eben diesen Entzug von diesen REM-Phasen, die zeigen oft ein gesteigertes, triebhaftes Verhalten, vor allem vermehrtes Hungergefühl, eine mangelnde Impulskontrolle, vermehrte sexuelle und aggressive Impulse, Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisprobleme. Und das haben wir halt auch sehr, sehr häufig mittlerweile bei den Welpen, ne, die dann richtig aggro sind, die richtig übel zubeißen. Ich habe da so einen kleinen Welpen bei mir, oder was heißt ein Welpe, ist es mittlerweile nicht mehr, ein Junghund, der aber halt auch zu wenig schläft und der reagiert völlig drüber, sei es jetzt Mantel anziehen, sei es Halsband auch mal drauf oder wenn er mal irgendwo warten soll mit der Besitzerin an der Straße, dann dreht er sich einfach um und knallt die. Also, weil der wirklich zu wenig schläft. Wir versuchen das immer schon der Besitzerin halt einfach zu sagen und was da so genau schief läuft, wissen wir nicht. Ja, das ist leider Gottes, wir können ja nur auch manchmal immer von den Erzählungen, Isabel war da zwar schon Hausbesucher, aber ja, beim Hausbesuch ist es ja auch immer so ein bisschen eine gestellte Situation. Das ist halt immer dieses große Problem. Ne? Man weiß ja eben nicht, was oftmals in dem Alltag halt mit diesen Hunden wirklich abgeht. Das ist schon krass, dass es da tatsächlich ein paar Studien gibt. Also völliger Schlafentzug endet immer tödlich. Also die eine Studie könnt ihr euch nachschauen. Und wenn der Hund 9-17 Tage, also anscheinend hat uns da tatsächlich
Ich habe mir die Studie selber nicht durchgelesen, aber anscheinend tatsächlich wirklich Hunde die schlafen lassen und mal geguckt, wann denn dieser Hund denn stirbt. Also hier unten habt ihr eben diese Studie. Also zwischen 9 und 17 Tage, wenn der dann keinen Schlaf bekommt, stirbt er, weil da halt einfach die Nervenzellen im Gehirn zusammenfallen. Ich finde es, wie gesagt, tragisch, dass es da ein paar Studien gibt. Dann 1959 entfernte ein Doktor einen Teil des Gehirnstammes von Katzen. Und das ist auch sehr interessant, wenn diese Katzen quasi in dieser REM-Phase, also in diese Phase, na, gekommen sind, wo halt einfach wirklich, ne, die Augen zucken, wo man träumt, wo man schläft, wo man einfach verarbeitet. Und man hat eben diesen Teil von diesem Gehirnstamm entfernt. Dann sind die da nicht, also da konnten die dann eben nicht entspannen und nicht träumen, sondern sind hochgesprungen, sind herumgelaufen. Die waren zwar nicht wach, aber sie konnten halt einfach auch nicht einfach da liegen und sich, wie gesagt, entspannen. Und es fand da halt einfach keine Schlaflähmung statt. Auch sehr interessant. Und das ist natürlich auch eine schöne Studie, weil es ist ja immer wieder so, dass die Leute ja dann auch sagen, ja, kann denn tatsächlich ein Hund träumen? Wir Hundebesitzer sagen ja eben, oder wir Tierbesitzer sagen ja, unsere Hunde träumen, aber manche Professoren sagen, nee, Tiere kennen keinen Schmerz, gibt es ja immer noch. Ne? Ach, den kannst du dann einfach irgendwie den Fuß abschneiden, ein Tier, der kennt keinen Schmerz. Und wenn man dann sagt, ja, aber warum schreit er oder zappelt es? Ja, das ist halt einfach so. Das sind halt dann einfach Reflexe. Ne? Und ich habe jetzt eine Zeitung letztens in der Hand gehabt, da hieß es dann auch, eben auch über Tiere, auch über Schlaf. Ja, die träumen dann schon, aber ja nicht wirklich, das wäre so traumähnlich. Ne, weil man kann ja natürlich auch nicht irgendwie sagen, ein Hund träumt, weil wenn ein Hund natürlich träumt, dann wäre er ja wie so ein Mensch. Und deswegen glaube ich, möchte man sich da noch so ein bisschen abgrenzen, Mensch und Tier. Aber es ist Gott sei Dank mittlerweile eben auch nachgewiesen, auch an Ratten, die hat man da tagsüber in so einem Labyrinth umeinander laufen lassen und hat dann ja auch da wieder diese Hunde an so Geräte angesteckt und dann halt einfach mal geschaut, ja, welches Körperteil wird jetzt quasi da eingesetzt, welche Muskelfunktionen, wie schaut das Tier, wie riecht das Tier, wie ist da halt einfach dieses Tier, wenn das durch dieses Labyrinth da läuft. Und dann hat man diese Hunde, ach, nicht spannend, diese Hunde, diese Ratten halt eben schlafen lassen und während dem Schlaf hat man dann noch diese Geräte angelassen und auch während dieser REM-Phase hat man dann die gleichen Muster, also das gleiche Brennen, sage ich mal, und auch die Nase, dass die sich halt da einfach auch bewegt hat, nachweisen können. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit kann man dann eben davon ausgehen, dass der Hund, dass diese Ratte in dieser REM-Phase vielleicht nochmal durch dieses Labyrinth gerannt ist und dann halt eben nochmal den Kopf nach rechts, nach links bewegt hat oder irgendwo drüber gesprungen ist und ich sage, die Nase eingesetzt hat. Und das ist, wie gesagt, Gott sei Dank halt mittlerweile in der Studie eben belegt worden. Dann haben wir so eine kurze Wachphase nach dieser REM-Phase. Und diese Wachphase hat der Hund vom Wolf übernommen. Und hier ist es halt eben natürlich auch sehr wichtig für einen Wolf, dass der Wolf diese kurze Wachphase hat, weil da kann er eben auch quasi im Schlaf überprüfen, ob irgendwo eine Gefahr anbahnt. Und diese Wachphase ist dann überlebensnotwendig, weil ja ich dann noch mal so kurz einen Rundumblick habe, okay, passt noch alles, okay, und dann kommen wir wieder in diese erste Non-REM-Phase rein. Dann träumen, also wie gesagt, ich glaube schon, dass Hunde träumen können und warum träumen wir oder eben Hunde, auch da, das habe ich ja schon gesagt, im Traum werden halt einfach Sachen verarbeitet und zuvor Gelehrtes kann dann eben im Traum auch gefestigt werden. Und deswegen ist es halt so, so, so wichtig. Und
Ja, ich glaube da auch daran, wenn man sich halt einfach auch die Hunde anschaut, dass eben Hunde auch Albträume haben können. Die knurren ja da auch, die schrecken ja auch manchmal richtig hoch. Gerade wenn man auch Erzählungen hat von Leuten, die Hunde aus dem Ausland, jetzt wirklich aus dem Shelter oder sowas haben, die sagen dann halt sehr wohl auch, ja, es ist krass, so mitten in der Nacht, der steht, der springt auf, der schreit, der rennt dann auch kurz mal gegen der Wand, okay, dann ist er wieder da, dann fängt er auch zum Zittern an, dieser Hund, und dann, wenn man dann hingeht und ihn beruhigt, dann merkt man halt eben, der wird wieder ruhiger. Und je länger dann diese Hunde bei diesen Leuten sind, desto weniger wird's dann halt einfach. Die sagen, du, die ersten 14 Tage war es ganz, ganz schlimm, wie gesagt. Und dann hat der Hund sich aber eben eingewöhnt bei uns. Und dann, genau, dann hat er eben Vertrauen gefasst. Und dann ist es immer weniger geworden, zum Beispiel alle 14 Tage, dann vielleicht nur noch einmal im Monat, dann einmal im Quartal, und irgendwann war es dann weg. Also hört man immer mal wieder. Es ist jetzt natürlich nicht, wenn der Hund mal einen Huff macht, ne, um Gottes Willen. Aber die ein oder anderen Erzählungen habe ich da tatsächlich schon von den Leuten. Die haben das dann auch mal gefilmt gehabt, wie der Hund wirklich hochschreckt, zack, bumm, gegen den erstbesten Gegenstand rennt, das dann auch gar nicht so merkt, wo ist er denn, und vielleicht dann auch den Menschen tatsächlich noch gebissen hat, weil er das gar nicht so mitbekommen hat, dass er jetzt eigentlich wieder wach ist und noch irgendwie sich gedacht hat, ja, er ist da noch irgendwo, und genau, haben wir dann die eine oder andere Bissverletzung leider Gottes eben auch schon gehabt. Dann Schlaf und Gedächtnis, das ist ja auch immer ganz interessant. Unser Gehirn, habe ich ja schon gesagt, eben sammelt neue Informationen, und sie später dann auch als Erinnerung abzurufen. Ne, das ist eben auch ganz wichtig, natürlich positive wie auch mal negative Informationen, dass wenn der Hund ja einfach mal zu schnell vielleicht mal eine Treppe runterrennt und dann die letzten 5 Stufen auf einmal runterspringt und da unten ankommt und dann sagt, oh, aber jetzt habe ich mir vielleicht gerade wirklich mal die Pfote verletzt, oder ich bin mit Wucht da an die Wand gedonnert, dass er das dann halt einfach am nächsten Tag nicht mehr machen sollte. Dass man dann vielleicht am nächsten Tag sagt, okay, jetzt gehe ich halt mal ein bisschen langsamer, und jetzt springe ich halt eben vielleicht nur die letzten 2 Stufen runter, und dann passe ich halt da einfach ein bisschen auf. Also wie gesagt, ist es halt immer auch gut, sowohl mal auch den ein oder andere negative Geschichte, aber natürlich halt auch die positiven, dass man eben sagt, eben, na, das Pferd an der Pferdekoppel, das war jetzt nicht schlimm, weil ich aber auch mal Zeit habe, mir das einfach alles anzugucken. Also ich finde halt immer, in der Hundeerziehung fehlt so ein bisschen diese Zeit. Ja, man geht an so eine Pferdekoppel vorbei, aber der Hund kann dann nicht gucken. Es ist ein großes Pferd da, es ist ein kleines Pferd da, es ist ein Pferd, das weidet. Es gibt aber auch Pferde, die mal rumrennen. Es gibt Pferde, die mal näher kommen. Es gibt große Pferde, braune Pferde, es gibt schwarze Pferde. Ne? Es gibt ja, Pferde, die vielleicht auch ja, ein bisschen nicht nett sind, ne, einfach auch mal dich über den Haufen wuppern oder sowas. Das ist halt eben alles ganz wichtig. Und auch gerade bei Kindern ist es so wichtig, finde ich, dass die Hunde da einfach mal bewusst hingucken. Okay, da gibt es eben ruhige Kinder, da gibt es schreiende Kinder, aber schreiende Kinder hat jetzt nichts damit zu tun, dass die gleich immer böse sind. Und es gibt spielende Kinder, und es gibt halt eben Kinder mit langen Zöpfen, und es gibt Jungs und es gibt Mädchen, und es ist halt einfach, ja, etwas kleineres menschliches Wesen halt einfach. Und ich sage immer so viel zu meinen Welpenbesitzern: Geht doch mal langsamer durch ein Dorf oder durch eure Wohnsiedlung. Na, lasst die Hunde das einfach mal alles anschauen. Wenn ihr da einfach mal geht und ihr habt da so einen Rasenmähertraktor, zieht nicht den kleinen Welpen oder halt auch den Auslandshund oder den neuen Hund, den ihr jetzt gerade habt, da vorbei, sondern bleibt doch einfach mal stehen und lasst den Hund den Rasenmähertraktor anschauen. Weil der Hund weiß es ja nicht, dass es ein Rasenmähertraktor ist. Ich meine, der weiß auch nach dem Anschauen nicht, dass es ein Rasenmähertraktor ist, aber er weiß zumindest, ja, das ist irgendwie so ein komisches Ding, das macht vielleicht auch ein bisschen viel Lärm, aber generell, ja, tut es mir nichts. Und wenn ich da halt einfach, ja, durch eine Siedlung renne und auch gerade die Hunde, die halt immer die Nase am Boden haben, erschrecken viel leichter und sind häufig
Überfordert dann mit der ganzen Umwelt, weil die halt einfach nur die Nase am Boden haben und gar nicht mehr gucken. Und wenn es natürlich schon als kleiner Wiegelwelpe halt so ist, dass ich dann mit 8 Wochen nur die Nase irgendwie am Boden habe und aber gar nicht mehr diesen Rasenmähertraktor anschaue und die spielen den Kinder im Nachbarsgarten und dann gehen wir weiter und dann ist da, weiß ich nicht, gerade eine Geburtstagsfeier und da sind halt einfach dann Luftballons. Und der hat halt immer nur die Nase am Boden und der kriegt das alles nicht mit. Haben wir natürlich irgendwann mal ein Riesenproblem, dass die Hunde nervöser sind, dass die dann, wenn sie vielleicht mal die Nase oben haben, ja dann eben leichter erschrecken oder halt einfach nicht sitzen bleiben können oder oh, was ist denn das? Und für die bricht dann eine Welt zusammen. Und gerade bei den Hunden, die eben so viel die Nase unten haben, sage ich immer zu den Leuten, bleibt sehr häufig stehen. Und ja, wir kennen doch ein Rasenmähertraktor. Wir kennen die Nachbarskinder vielleicht schon seit 5 Jahren. Wir kennen einen Luftballon. Wir kennen dies und jenes. Aber wir müssen es unseren Hunden einfach kennenlernen lassen. Und deswegen bleibt's doch bitte stehen. Lasst die Hunde sitzen, positioniert die Hunde auch mal zu den Luftballons. Sag ja, Nase mal hoch. Hund vielleicht von mir ist auch auf den Arm nehmen, einen kleinen Hund. Sich neben den Hund mal hinsetzen, den Hund halten und gemeinsam solche Dinge anschauen. Und dann seht ihr, dann gucken die Hunde drauf und dann gucken die noch so ein bisschen durch und auf einmal, was ist denn das? Ist das jetzt irgendwie ein Luftballon? Oh Gott, was ist denn das? Also ich weiß jetzt nicht, dass er weiß, dass er ein Luftballon ist, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und selbst dann, wenn er sich erschreckt, trotzdem noch stehen bleiben. Ihm einfach halt sagen, ja genau, da ist da irgendwie so was Komisches, Rundes, das in der Welt so irgendwie so rumfliegt und flattert, wenn es windig ist. Und es kann ja auch mal sein, dass das zerplatzt. Also wir machen das immer regelmäßig, auch bei unseren Tierschutzhunden, dass wir den Luftballons da reinhängen. Und dann ist ja schon erstmal so eine, ja, Aufregung, so Gott, und da ist jetzt irgendwie was Neues. Und das tun wir dann auch bewusst auch mal neben den Liegeplätzen oder halt, wo das Wasser ist, ne, dass wir dann auch bewusst halt einfach die Hunde dazu zwingen, ja, wenn du jetzt zum Wasser hin möchtest, dann musst du da auch hingehen, auch wenn es da oben vielleicht mal so ein bisschen ein Luftballon halt einfach da ist. Und gerade für die Angsthunde ist es halt einfach so wichtig, dass die Möglichkeit haben, sich mal in der Ecke hinzusetzen und wirklich mal eine halbe Stunde auf so ein Ding hinzustarren und dann irgendwann mal nach einer halben Stunde entscheiden können, das ist der eine Hund zum Wasser gegangen und das Ding ist nicht runtergefallen. Das ist der nächste Hund zum Wasser gegangen und das Ding ist auch nicht runtergefallen. Okay, es bewegt sich zweimal ein bisschen, aber anscheinend erschlägt dieses Ding keine Hunde. Also kann ich mich ja da mal langsam hintrauen. Und dann gehen die da Schrittchen für Schrittchen hin und sind super stolz, wenn sie es gemeistert haben, dass sie da mal trinken, obwohl da so ein Luftballon einfach mal oben ist. Ja, und dann zerplatzen halt all solche Luftballons auch mal nach 2, 3 Tagen. Und dann ist beim ersten Knall, oh, Heidenpanik. Und irgendwann, ne, nach dem fünften Knall, so, ach ja, das ist wieder so ein Luftballon, der halt einfach zerplatzt ist. Aber es ist eben so wichtig, dass sie das einfach bewerten können. Und das ist so schlimm, wenn man einfach nur Gassi geht und einfach nur durchrennt und einfach nur Kilometer macht, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, diese Studie, die es hier gibt, die hat quasi 53 Hunden irgendwelche Kommandos, also Sitz und Platz beigebracht. Und die Hunde wurden danach in 4 Gruppen unterteilt. Und nachdem sie halt diese Sitz und Platz halt einfach trainiert haben, wurde dann die eine Gruppe der Hunde 1 Stunde dann zum Schlafen hingelegt. Die andere Gruppe ist dann mit ihren Hunden Gassi gegangen. Also der Hund war quasi aktiv, also so physisch aktiv, aber es wird dabei jetzt nicht irgendwie Fuß verlangt, es wird jetzt nicht apportiert, es wird jetzt nicht, ich sage jetzt zu der Pferdekoppel jetzt irgendwie gegangen, also es gab halt eben keine kognitive Leistung. Dann bei der dritten Gruppe wurde nach dieser Sitz-Platz-Geschichte halt einfach noch irgendwelche weitere Lerneinheiten wie Pfötchen, Rolle, Rückwärts und Salto irgendwie da absolviert und eben auch dann eine geringe physische Aktivität, aber eben wieder eine große kognitive Leistung. Und die vierte Gruppe, die haben danach einen Kong bekommen und durften da halt eben rumspielen mit dem Kong und durften da rumnagen und da an den Kong schlecken und dies und jenes. So. Und nach einer Stunde wurde dann getestet, wie gut sich die Hunde an diese neu gelernten Sitz-Platz-Kommandos erinnert haben. Und man denkt ja dann auch eben so, ja, schlafen,
sag ich ja eben auch immer meinen Leuten, wenn ihr halt was trainiert, dann lasst die 120 Minuten schlafen. Also logischerweise war Schlafen dann ganz gut. Ne? Also die Hunde, die geschlafen haben, die konnten sich sehr gut eben an diese Sitzplatzkommandos erinnern, aber auch die Hunde, die Gassi gegangen sind. Kommt in der nächsten Folie, was man jetzt eben mutmaßt. Und dann eine weitere Lerneinheit. Also ich sage, wenn sie Rolle rückwärts und irgendwie Salto und keine Ahnung, was dann noch gemacht haben. Und der Kong, der zeigte keine Verbesserung. Und nach einer Woche wurde dann nochmal erneut getestet. Und hier war es tatsächlich, dass der Kong dann sich aber in die Reihe vom Schlafen und vom Gassigehen eingereiht hat. Also die Hunde, die danach eben den Kong bekommen haben, die hatten dann das gleiche Ergebnis wie die, die geschlafen haben und die Gassi gegangen sind. Und dann war eben das Fazit, dass man halt dann gesagt hat, okay, dass während dieser Woche halt quasi das Gelernte in weiteren Schlafphasen verarbeitet wurde. Gassi gehen wurde da in dieser Studie als erholsam halt einfach eingestuft. Ja, da muss ich halt wieder sagen, kommt es halt wieder auf den Hund drauf an. Und natürlich sage ich ja auf die Gassi-Gehrunde und was ich denn dann halt tatsächlich unter einer Gassi-Gehrunde verstehe halt einfach. Deswegen, ich rate halt immer meinen Leuten, eine Trainingseinheit, dann 20 Minuten schlafen lassen. Dann bin ich halt immer zumindest auf der sicheren Seite. Wie gesagt, beim Gassigehen hatte ich ja schon gesagt, ist das halt immer das große Problem, wenn ich halt jetzt Gassi gehe durchs Dörflein oder durch halt meine Siedlung und ich denke halt einfach, ja, das ist entspannend für meinen Hund, weil er jetzt halt einfach da viel schnuppert. Oder ich gehe jetzt mit einem Beagle oder mit einem Jagdhund durch den Wald, denke jetzt, das ist total entspannend, muss das halt nicht immer unbedingt entspannend sein. Es gibt Hunde, die finden Gassi gehen total entspannend. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber es kommt ja immer darauf an, was ich denn auch daraus mache. Also gehe ich denn da wirklich gemütlich und habe dann eben wieder Stehphasen und bin halt selber einfach sehr ruhig oder eile ich von rechts nach links mit meinem Hund, der dann auch von rechts nach links mich umeinander zieht und zerrt und reißt und macht. Wie gesagt, weiß ich jetzt nicht wirklich so, ob das dann halt so gut ist. Wie gesagt, wenn es wirklich eine erholsame, coole, gechillte Gassi-Gehrunde ist für den Hund, hätte ich jetzt generell auch nichts dagegen. Aber wenn ich natürlich schon so einen Hund habe, der vielleicht auf Autos reagiert, der vielleicht auch auf bellende Hunde hinterm Gartenzaun reagiert oder der schon weiß, aha, wenn ich da jetzt einbiege, da sitzen drei Katzen und der dann schon unterm Auto guckt, wo die Katzen sind, finde ich das persönlich halt, wie gesagt, nicht erholsam. Also, da muss man halt wieder tatsächlich seinen Hund ganz genau anschauen, ganz genau beobachten. Ist es jetzt tatsächlich entspannend? Finde ich halt immer auch sehr wichtig, dass die Leute mehr beobachten, wo sie gehen. Also zum Beispiel bei meiner Schäferhündin ist es so, Feldweg ist wirklich entspannend für die. Wenn wir an die Isar gehen, ist es wirklich total entspannend für die. Na, also da schnuppert sie, da entweder, ja klar, am Anfang rennt sie da halt einfach noch so umeinander, meistens hat sie dann auch ihre Leine in der Schnauze und rennt da halt einfach umeinander, aber und dann ist dann auch nach einer Zeit lang ruhig und dann schnuppert sie mal da und dann wälzt sie sich mal da und dann trabt sie da mal wieder und dann schaut sie und dann geht sie und da kann ich halt wirklich sagen, von ihrer ganzen Bewegung ist das halt sehr entspannend. Wenn ich mit ihr allerdings im Dorf gehe, dann ist es einfach schon von der Schrittgeschwindigkeit oder von der Schrittlänge ist es schon ein ganz anderes Gehen. Da geht die schon gar nicht mehr so weich und den Kopf nach unten, ne, so halt einfach auf waagerecht. Und dieses Schnuppern, sage ich, was sie beim normalen, also beim Feldweg und eben an der Isar hat, das ist dann halt einfach schnuppern und dann geht's wieder weiter und ich sage, es ist alles halt einfach sehr, sehr langsam, es ist entspannt und sie hat da einfach auch einen längeren Schritt. Wenn wir durch das Dorf gehen,
dann ist der Kopf oben, dann sind die Ohren schon, ne, so Mali-mäßig einfach gestellt. Dann ist ihr Blick aber auch rechts, links, vorne, hinten. Da ist alleine vom Blick sehe ich, okay, die ist auf höchster Anspannung. Die Schrittlänge ist auch viel, viel, viel kürzer. Ich sehe auch, die Rute pendelt hinten nicht so schön, als wenn wir eben an der Isar gehen. Da schwingt die Rute so wunderschön mit. Wie gesagt, wenn sie dann aber durchs Dorf geht, entweder die Rute ist ganz schnell oder die pendelt gar nicht. Oder wenn sie ein bisschen pendelt, dann merkt man halt so, da ist aber noch so eine Spannung halt einfach drin. Und das ist dann halt eben nicht so entspannt für sie. Und im Wald interessiert sie dann auch tatsächlich ihre Lieblingsleine auch gar nicht. Im Wald ist die Nase nur oben, nur unten. Und im Wald ist dann tatsächlich auch dieses Gekreuze, also rechte Seite, linke Seite, rechte Seite, linke Seite, wieder stehen bleiben, in den Wald reingucken, rechte Seite, linke Seite. Und deswegen gehen wir halt nicht so oft in den Wald. Obwohl ich persönlich gerne in den Wald gehe, wenn wir am Fahrrad sind oder wenn sie am Fahrrad ist, ist Wald überhaupt gar kein Thema. Also da hat sie halt einfach einen Trab. Da traben wir dann auch relativ locker durch den Wald. Aber wenn sie da an der Schleppleine ist, merke ich eben, dass Wald auch für sie nicht erholsam ist. Und so ist es halt eben ganz wichtig, dass wir mal so ein bisschen mehr schauen, wirklich, wo unsere Hunde entspannen können. Wie gesagt, ich würde auch wahnsinnig gerne durch den Wald schlendern mit ihr. Geht halt mit ihr nicht. Mit den zwei Herdenschutzhunden geht das wunderbar. Mit dem Krümelchen geht das überhaupt gar kein Thema. Lütte ist von Haus aus so Pudel-Cocker-mäßig irgendwie so. Ne, Nase unten, da muss man dann eben viel stehen bleiben, damit sie auch mal wieder die Dinge von oben kennenlernt. Aber ja, da wird eben nicht so geschaut. Ne? Und ich muss, klar, natürlich muss ich mit meinem Hund auch mal durch eine Siedlung gehen. Und natürlich muss ich auch mit meinem Hund auch mal in den Wald gehen. Und dann muss ich aber halt einfach wieder mich auf den Hund ein bisschen anpassen. Da muss ich wirklich wieder sagen, okay, da bleibe ich dann mehr stehen. Da mache ich dann vielleicht mal Schnupper- oder Futtersuche, aber gezielte, wo ich sage, okay, du suchst jetzt da mal. Dann ne, schaue ich halt, dass der danach viel mehr schläft nach so einem Wald. Oder dass, wenn ich eben so eine kurze Sequenz halt tatsächlich im Dorf habe, dass ich aber dann sage, okay, jetzt gehst du wirklich mal schlafen. Oder jetzt mache ich danach vielleicht nochmal eben eine Futtersuche und dann gehst du halt einfach schlafen. Und nicht eben so, wir laufen jetzt eben, oder wir gehen, oder wir traben, was weiß ich, manche haben ja wirklich so einen Speed auch als Besitzer durchs Dorf. Und danach, ja, danach gehen wir vielleicht noch in den Unterricht und danach gehen wir aber noch in den Obi und danach. Und das finde ich halt einfach immer zu viel. Also deswegen, ich war so ein bisschen am Überlegen, ob ich diese Studie tatsächlich reintue, aber ich glaube, mit meiner, also mit meinem Erzählten und nochmal mit dieser Erklärung, wenn, dann muss das Gassigehen wirklich danach erholsam sein. Wirklich ein Hund, der entspannt halt schnüffelt, der nicht von rechts nach links halt wirklich läuft, der an einer entspannten Leine dann geht oder wenn er halt ohne Leine geht, dann, ja, sag er nicht wie so ein Zinnsoldat, zack, 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 sondern dann halt einfach wirklich schlendert. Dann habe ich auch überhaupt gar kein Problem, wenn die Leute etwas trainieren und danach eben noch Gassi gehen mit den Hunden. Da aber eben sehr viele Hunde da dann zu neigen, völlig angespannt sind, lasse ich sie halt immer am liebsten danach tatsächlich schlafen. Genau. So, dann ganz wichtig, jetzt sind wir eh schon fast am Ende. Die Schlafposition, das war mir jetzt einfach noch wahnsinnig wichtig hier wirklich, weil diese Sache, da sind jetzt tatsächlich die Jessica und ich die letzten 4 Wochen so ein bisschen drauf gestoßen, weil die Jessica, also die Hundeosteopathin von mir, die hat jetzt sehr viele Hunde mit so Bauchwehbuckel. Ne? Also das mal ist auch auf dieser nächsten Folie. Also mit Hunden, die so einen aufgewölbten Rücken haben, aber nicht einen komplett, also von vorne
nach hinten aufgewölbten Rücken haben, dass er dann eher auch so Stress und Angst zeigen könnte, sondern immer hier so eine Spitze. Also bei diesem Hund sieht man halt so charakteristisch diese Spitze hier, die in so Lendenwirbel 1, 2, 3 so ungefähr. Wie gesagt, die Jessica und ich, wir machen ja uns da sehr viele Gedanken gerade, was wir noch bei dem Bauchbubuckel, jetzt sind wir ja bei Teil 2 gerade. Wir haben jetzt schon Teil 3 und Teil 4 jetzt in Aussicht. Und bei Teil 4 kommt eben auch noch der Unterschied zwischen Bauchbubuckel und eben einen Hund, der total gestresst ist und einen Hund, der vielleicht halt auch sehr viel Angst hat. Aber wir reden jetzt hier wirklich von den Hunden, die Bauchweh haben. Und da ist es uns halt eben jetzt in der letzten Zeit aufgefallen, dass Hunde, die Bauchweh haben, sehr häufig auf dem Rücken liegen. Das ist hier mein Eisbärchen. Mein Eisbärchen liegt auch gerne auf dem Rücken. Wir haben ja dann eben auch bei Facebook reingeschrieben, nein, nicht jeder Hund, der auf dem Rücken liegt, kriegt automatisch Sodbrennen und nicht jeder Hund, der auf dem Rücken liegt, hat automatisch einen Bauchwehbuckel, um Gottes Willen. Das ist jetzt nicht, und nicht jeder Hund, der auch einen Bauchwehbuckel hat, liegt automatisch auf dem Rücken. Kommt halt immer auch ein bisschen auf die Schmerzen drauf an. Wie gesagt, das ist mein Eisbärchen, die liegt auch mal gerne so da, aber die liegt halt da mal nur so kurz da. Also die legt sich da mal schnell irgendwie so hin und dann lässt sie sich eben auf die Seite rollen und dann ist alles wieder gut. Es ist aber sehr interessant, zum Beispiel die Krummel von uns, also die kleine Yorkshire-Hündin, wenn die mal wieder, sie hat leider Gottes immer mal wieder Probleme mit dem Bauch. Und wenn sie dann ihre Tage hat, wo sie halt eben weniger frisst, dann legt sie sich auch tatsächlich häufiger auf den Rücken. Und dann ist es aber halt auch eben so, dass sie dann in der Früh und zum Beispiel aber auch mal ja, so Galle erbricht. Und warum ist es jetzt halt einfach so? Also das habe ich jetzt mal hier bei der Jessica aus der Facebook-Seite hier einfach mal rauskopiert. Könnt ihr hier einfach auch mal schnell noch schauen. Also da eben ist Teil 1, wo wir halt diesen Bauchwehbuckel quasi hier, naja, mal beschrieben haben. Und viele Hunde, die halt eher eben diesen Buckel haben, versuchen ja tatsächlich diesen Buckel irgendwie sich selber, sage ich jetzt mal, wieder einzurenken. Also diese blockierten Wirbel unter Umständen, die hier sind, und diese verspannte Rückenmuskulatur, die aufgrund eben diesen verspannter Bauchlinie und diesen verspannten Organen und verspannten Darm, der halt einfach darunter liegt, zusammengezogen ist, entwickeln die, wie gesagt, halt einfach diesen Bauchwehbuckel. Könnt ihr nachlesen bei der Jessica ihrer Facebook-Seite oder bei mir auf der Facebook-Seite. Ich habe das ja auch geteilt. Und das ist, wie gesagt, Teil 1, wie das denn eben entsteht. Und Teil 2 ist halt eben dieses mit dem Sodbrennen. So, auf jeden Fall versuchen sehr viele Hunde, wenn sie ja auch ein Wirbelproblem haben oder einen blockierten Wirbel, sich zu wälzen. Also entweder diese Hunde wälzen sich gar nicht mehr, weil sie sagen, oh, wenn ich mich wälze, dann tut das halt höllisch weh. Oder diese Hunde sind halt einfach auch so, dass die sagen, oh, nee, ich wälze mich. Und das sind dann auch sehr häufig Hunde, die zum Beispiel ja, bewusst so einen Stein oder einen Huckel halt suchen, um sich dann bewusst da drauf halt einfach mal zu wälzen, um diesen Wirbel vielleicht wieder zu einzurenken. Also einzurenken darf man hier nicht sagen, aber zu entblockieren. Und deswegen, wie gesagt, legen sich diese Hunde einfach auch auf den Rücken, damit einfach mal wieder dieser Rücken flach ist. Weil es ist ja hier eben alles verspannt, diese Muskulatur ist ja einfach verkürzt. Und wenn dieser Buckel halt einfach weg ist, dann entspannt natürlich logischerweise auch der Rücken. Das geht eben nur, wenn ich mich auf den Rücken hinlege. Wäre jetzt natürlich alles so gar nicht das Problem, aber es ist eben das große Problem, dass dieser Magen-Darm-Bereich dabei eben auch platt wird. Und das rutscht natürlich alles, wenn der Hund eben auf dem Rücken liegt, warte, jetzt mache ich nochmal diese Folie, nach unten, ne? Also in Richtung Wirbelsäule nach unten. Und das große Problem ist dann aber auch, dass dieses natürliche Gefälle von der Speiseröhre zum Magen dann nicht mehr gegeben wird und die Magenflüssigkeit durch den Mageneingang in Richtung Speiseröhre zurückfließen kann. Also quasi diese Säure halt einfach wieder zurückfließen kann.
Und wenn der Hund eben auf dem Rücken schläft, dann kann er aber auch die weiter produzierte Flüssigkeit im Magen durch den Magenausgang dann nicht mehr optimal in den Dünndarm weitergegeben werden. Es ist eben ein Problem. Noch einmal, wir wollen auch darauf hinweisen, dass nicht jeder Hund, der auf dem Rücken schläft, automatisch Sodbrennen hat. Aber wir haben da halt einfach sehr viele Erzählungen von Leuten und wir fragen da eben auch bewusst nach. Du oder die Leute kommen ja auch und sagen, du, der Diane, ich weiß ja nicht, aber der hat die letzten 3 Tage irgendwie die Galle erbrochen in der Früh, was könnte das sein? Und ich habe das jetzt schon gegeben und das jetzt schon gegeben und dann guckt man sich eben schnell oder ne, fällt ja der Blick sofort auf diesen Rücken und ja, ich kann einfach nur sagen, zu 95% dieser Hunde, die haben diesen Rücken. Und dann fragt man eben auch nach, ja, wie schläft denn der? Kann es eben sein, dass der viel auf dem Rücken schläft? Und dann so, ja, woher weißt denn du das? Weil er es dann vielleicht eventuell entlasten möchte. Ich bin dann auch früher immer so gewesen, dass ich dann den Leuten geraten habe, ja, gib dann vielleicht einfach spät abends um 10 Uhr noch irgendwie so ein Norgal zum Essen, vielleicht irgendwie so ein Zwieback, damit halt einfach nochmal so ein bisschen neutralisiert wird. Wie gesagt, jetzt fangen wir wirklich an, immer wieder zu nachzufragen, wie der Hund denn liegt und sagen dann aber auch zu den Leuten, wenn der Hund jetzt tatsächlich so hier liegt und dein Hund eben zu Magen-Darm-Problemen neigt und der Hund halt eben sehr häufig in der Frühgalle dann erbricht, dreht es den halt einfach dann auch um auf die Seite. Auf alle Fälle natürlich physiomäßig und osteopathisch untersuchen lassen, dass natürlich auch dieser Buckel hier oder alles wieder entspannt wird. Ne, das muss natürlich schon gegeben sein. Aber legt eure Hunde bitte wirklich auf die Seite. Und ganz viele sagen, ja, also ja, dann knurren die Hunde dann und das finden die am Anfang auch total unangenehm. Aber sobald die dann wieder auf der Seite liegen, kotzen halt einfach weniger in der Früh. Einfach nur mal überprüfen. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendeiner dabei ist von euch, die auch sagen, ja, das muss ich jetzt echt mal nachgucken. Einfach mal immer gucken. Wie gesagt, wenn jetzt der 2, 3 Minuten da so liegt, gar kein Thema. Und dann rollt die sich halt wieder zur Seite und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Aber wir haben ja wirklich Hunde, die kuscheln sich bewusst hier auch an die Wände und liegen da halt dann auch tatsächlich 1 Stunde da. Überprüft es halt einfach mal. Und dann die letzte Folie, eben dieses, ja, dieser Konfliktschlaf. Ich finde das immer ganz auffällig bei jungen Hunden, wenn die im Unterricht sind und sich nach einer halben Stunde einfach so hinlegen im Unterricht. Ne, sie Pfoten hier am Boden und Kopf auf die Pfoten und dann eigentlich richtig pennen. Und dieses Foto ist zum Beispiel auch im Außentraining beim Fressnapf entstanden. Und es ist eine Cane Corso, ein junger Cane Corso gewesen. Und da war die Maya auch dabei und der war halt natürlich auch am Anfang so ein bisschen erregt und so, oh und ja und na und, und so. Ja, und dann nach einer halben Stunde hat er sich dann eben im Fressnapf einfach mal so hingelegt. Und dann hat die Maya, also meine Co-Trainerin, hat eben auch gefragt, die Leute, so ja, und jetzt schaut euch mal alle Hunde hier an, die jetzt so da sind. Welcher Hund denkt ihr denn, ist jetzt der gechillteste? Welcher Hund ist jetzt der entspannteste und welcher Hund ist jetzt vielleicht nervös oder? Und es war halt sehr interessant, dass alle diesen schwarzen Hund sofort hingezeigt haben und alle gesagt haben, das ist der Hund, der total entspannt ist. Dann fragen wir ja natürlich auch immer so nach, ja, warum denn? Warum denkt ihr denn? Ja, weil der liegt jetzt da und schau mal, wie der da jetzt liegt und der schläft. Der ist ja so entspannt, der schläft jetzt halt. Ja, und dann sagen wir, nee, das ist eigentlich der, der nicht entspannt ist. Ja, aber wieso? Und so. Ja, weil es halt einfach dieser Konfliktschlaf ist. Und wie gesagt, auch Welpen, die ja so gar nichts mehr eigentlich so wahrnehmen. Ne? Also da bellt ein Hund und die Welpen liegen dann am Boden und vielleicht noch sogar auf der Seite gelegt. Und du denkst, und die Leute immer so gucken, ob ich einen entspannten Welpen, sage ich, nee, der ist nicht entspannt, der ist jetzt gerade eigentlich genau das Gegenteil von entspannt, weil das Gehirn kann von den ganzen Eindrücken, von den ganzen Gerüchen, also in dem Fall eben beim Fressnapf, von den Untergründen etc., das
da ist der so überfordert, der ist so im Hirn quasi, fährt da jetzt gerade Achterbahn. Die ganzen Synapsen sind irgendwie völlig überfordert und deswegen kann der gar nicht mehr. Und dann schaltet halt einfach dieses Gehirn, um sich mehr oder weniger auch so ein bisschen zu schützen, um nicht noch mehr Input zu bekommen, schaltet der sich dann in so einen sogenannten Konfliktschlaf. Und eigentlich, wie gesagt, ist dieser Hund nicht entspannt, sondern völlig erschöpft wegen den Außenreizen. Der schafft gar nicht mehr, die Außenreize in irgendeiner Weise zu verarbeiten. Natürlich, um Gottes Willen, rede ich jetzt nicht von so einem Hund, der jetzt in den Garten rausgeht, wenn da jetzt Sonne ist, rechts und links sind die Nachbarn wirklich nicht zu Hause, es sind keine Kinder im Garten. Der Hund war vielleicht jetzt auch wirklich 3 Stunden alleine zu Hause. Ihr kommt, ihr macht die Tür hinten auf, der Hund legt sich in die Sonne rein und ist wirklich total entspannt. Dann Gottes Willen, jetzt nicht jeder Hund, der sich so hinlegt, sagen, oh, Adriana hat aber beim Webinar gesagt, irgendwie, das ist ein Konfliktschlaf. Also ihr müsst dann schon halt immer so ein bisschen den Kontext dazu sehen. Ne? Also wirklich die Situation mal, ne, so anzuschauen und sagen, ja, okay, ja, aha, krass. Zum Beispiel der kleine Beagle, sage ich ja, der kleine Beagle, der jetzt im Wald geht, eine halbe Stunde und ich bleibe jetzt stehen und dann auf einmal mehr oder weniger kracht mir mein Beaglechen zusammen, legt sich dahin und pennt mitten im Wald. Dann weiß ich einfach, okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Julia fragt jetzt gerade, die Augen können geschlossen sein. Jein, die Augen waren jetzt tatsächlich auf diesem Foto jetzt nur offen, weil die Maya sich halt mit auf den Boden hingelegt hat, mitten im Fressnapf und hat dann dieses Foto gemacht und hat dann geknipst. Und da hat er halt einfach diese Augen wirklich so aufgemacht, hat dann eben in diese Kamera reingeschaut, aber denen fallen wirklich die Augen zu. Also man merkt es, die können dann auch kurz mal aufschrecken, Julian, wieder. Ne? Also so die, man merkt es auch, oder viele Hunde sitzen dann auch oder auch eben im Platz. Und dann geht der Kopf so runter, dann legen die den kurz hin und dann schrecken die wieder auf. Und dann merkst du wieder so, okay, der Kopf wird quasi halt so wieder so schwer. Und dann sind die Augen und die Augen und die Augen und dann merkst du wieder, okay, und die Augen werden wieder so müde und so. Und dann geht der Kopf wieder so ganz langsam in Richtung Boden und dann ist er so eine Minute unten am Boden. Und dann kann der, wie gesagt, wieder aufschrecken, um Gottes Willen. Aber das ist eben alles weg von gechillt. Er ist eigentlich völlig drüber, dieser Hund. Und da hat dann eben auch die Besitzerin gesagt, ja, um Gottes Willen und nein und überhaupt. Und man muss das halt dann langsamer anfangen. Ja, man geht halt dann vielleicht mit so einem Hund vielleicht nur 10 Minuten in den Wald. Dann fahre ich da halt eben mit dem Hund 10 Minuten in den Wald und dann kann der dann von mir so eben auch schnüffeln. Dann gehe ich halt 5 Minuten, mache 5 Minuten warten, gehe wieder 5 Minuten zum Auto zurück und dann kommt der Hund in das Auto rein. Ich muss halt diese Sachen nur langsam steigern. Ne, das ist halt eben dieses Wichtige. Nicht einfach rein und den Hund dann eine Stunde eben beim Fressnapf mitzerren, sondern ich kann ja dann vielleicht eben auch mal, wenn der Hund im Brustgeschirr beim Fressnapf halt eben anprobiert werden muss, um Gottes Willen muss der Hund natürlich mit zum Fressnapf, aber dann nehme ich den Hund jetzt halt eben mit zum Fressnapf, dann ziehe ich das Geschirrchen an, dann lasse ich ihn schnell warten und dann bringe ich den Hund wieder ins Auto und dann mache ich halt dann meinen Fressnapf Einkaufstour zu Ende und dann kann ich den ja dann auch noch das Futter kaufen und die Kauartikel und dann kann ich ja gerne noch mit den Leuten reden, dann ist das doch überhaupt gar kein Thema. Aber es sollte halt einfach alles langsamer sein. Und das ist wieder ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe sehr viele Hunde, die eben so scheinbar gechillt da liegen, was eben noch so entgegen diesen Gechilltheit ist. Das seht ihr ja, diese Tatze, die ich leider Gottes ein bisschen abgeschnitten habe in diesem Foto. Aber die Tatze, auf der er quasi liegt, die liegt ja tatsächlich am Boden auf, oder mit, wo sein Kopf drauf ist, die liegt am Boden auf. Aber die andere Tatze, seht ihr, die hat so einen kleinen Knick drin. Also ich sage immer, wenn so eine Tatze so ein bisschen geknickt ist, dass ihr quasi noch so eure Hand darunter stecken könnt, dann ist das ja auch schon so eine angespannte Tatze. Daran erkenne ich ja schon, liegt jetzt der Hund wirklich entspannt da, weil er halt jetzt einfach wirklich entspannt da liegt, oder zieht der Hund halt auch vielleicht im Platz die Beine schon so unter dem Körper, macht sich vielleicht schon so klein, oder merke ich, da ist halt schon eine Anspannung da und da und da ist noch eine Anspannung drin. So.
Und ich hatte auch tatsächlich aber mal diesen Fall, da hat eine Familie ihren Hund mitgenommen an die Hochzeitsfeier. Ja, und der Hund war auch so eine Rasse, die jetzt nicht so toll Stress aushält. Also, ne, also es gibt halt einfach Rassen, die halten es halt einfach wirklich besser aus. Und es gibt halt Rassen wie Wischler, Pinscher, so ein Beagle. Die sind halt gechillter, die sind halt cooler. Ne? Aber wenn ich halt, wie gesagt, so einen Pinscher habe, ein Wischler, Rhodesien, Ridgeback sind ganz häufig einfach schnell überfordert. So kleine Windspiele. Ne? Also einfach so auch so zarte Persönlichkeiten. Und genau, die hatte einer von diesen Rassen, die ich jetzt gerade erwähnt hatte, hatte auch diese Familie und hatte, wie gesagt, hat Hochzeit gefeiert. Und hatte ihren Hund dann auch mit bei der Hochzeitsfeier. Und der Hund ist genauso wie dieser Hund hier einfach hinten auf der Decke gelegen und hat in Anführungszeichen da ein paar Stunden gechillt. Und die Leute haben dann auch immer wieder hingeguckt und haben dann eben auch gesagt, ja, guck mal, der Kopf liegt am Boden und der schläft ja da und ist alles schön und gut und nein und toll. Und sie haben halt diese Anzeichen so ein bisschen übersehen und irgendwann nach 2 oder 3 Stunden haben sie den Hund dann zu sich geholt. Der Sohn nähert sich, Sohn möchte Hund streicheln, Hund beißt in den Sohn rein, dass der Sohn ja tatsächlich ins Krankenhaus gelandet ist, musste dann notfallmäßig operiert werden, weil man halt einfach nicht gesehen hat, dass dieser Hund eben nicht gechillt war, sondern im Konfliktschlaf drin war, angespannt war etc. War dann keine schöne Hochzeitsfeier mehr für die Leute. Aber deswegen finde ich immer dieses Foto ganz wichtig. Ich habe es ja selber auch auf Facebook gepostet und habe halt deswegen unbedingt halt hingeschrieben, nicht jeder Hund, der halt wirklich so auch mal im Körbchen drin liegt oder er sagt ja auf der Terrasse neben euch, ist automatisch im Konfliktschlaf. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eben eine Stunde durch die Stadt geht und ihr wartet jetzt noch auf euren Partner, weil ihr jetzt noch irgendwie ein Geschäft rein und der Hund legt sich neben euch hin und legt sich dann genauso hin neben euch, kann es halt einfach wirklich sein, dass der im Konfliktschlaf drin ist, dass er einfach völlig drüber ist. Deswegen dann halt einfach kleinere und kürzere Trainingseinheiten. Das ist es. Natürlich muss ich meinen Hund auch mal mit in die Stadt nehmen, aber dann mache ich es halt einfach nur 10 Minuten und dann gehe ich halt wieder raus. Oder ich sage ja, wenn jetzt das Wetter so wie jetzt ist, ne, dann nehme ich den Hund halt einfach mal, gehe dann mit ihm durch die Stadt, dann schmeiße ich ihn ins Auto rein und dann gehe ich halt einfach noch mal in Stadtbummel. Ist doch alles okay, um Gottes Willen. Aber das hat, wie gesagt, unbedingt beachten. Es passiert mir immer sehr häufig, auch im Außentraining, wenn wir dann immer so eine Wartephase haben, haben wir immer ein oder zwei im Training dabei, die dann sich genauso hinlegen, weil sie einfach überfordert sind. Und dann sage ich halt auch zu den Leuten, seht ihr das? Unbedingt beachten, kleinere Trainingseinheiten. Ja, das ist ihnen noch gar nicht aufgefallen. Logischerweise fällt mir das natürlich nur auf, wenn ich auch mal stehen bleibe. Weil wenn ich jetzt natürlich 3 Stunden durchgehe, dann legt sich der Hund ja nicht hin. Also deswegen immer mal wieder halt einfach stehen bleiben, 5 Minuten, und dann sehe ich ja, legt sich der Hund jetzt einfach nur wirklich gechillt neben mir hin. Und da hinten kommt noch ein Mensch und mein Hund guckt dann auch dahin. Und dann ist da hinten auch eine Fliege und dann guckt der Hund dahin. Und, ne, und alles ist halt einfach wirklich entspannt. Dann ist das ja auch gut so. Aber wie gesagt, wenn der Hund sich dann so verkrampft am Boden hinlegt und merkt dann eben auch gar nicht, dass da jetzt ein fremder Mensch geht oder dass da vielleicht ein Hund an ihm vorbeigeht, dann ist das immer auffällig. So, jetzt noch eine Frage. Also, wenn er sich hinlegt und so da liegt, aber die Augen offen hat und rumschaut, ist er entspannt. Wie gesagt, Julia, auch die Pfote habe ich ja gerade schon gesagt. Also, seine rechte Pfote jetzt, also in dem Foto, was du jetzt siehst, die linke Pfote von deiner Seite, aber seine rechte Pfote zeigt einfach noch so einen verkrampften, also ne, die ist halt eben nicht entspannt, ganz locker am Boden. Und dann kommt es aber halt immer auch noch darauf,
wie liegt er denn? Also liegt er dann auch vielleicht wie so ein S schon da? Das ist er dann auch wieder nicht super entspannt. Weißt du, was ich meine? Also den ganzen Hund einfach wieder anschauen. Aber der war einfach wirklich nur durch. Nein, wie gesagt, es kann ja auch mal sein, dass ihm jetzt wirklich nur mal langweilig ist und dann halt einfach er in aller Ruhe seinen Kopf auf den Boden hinlegt, in aller Ruhe halt einfach auch mal seine Augen zumacht. Weißt du, es kommt immer einfach mal hinschauen. Und wenn du aber eben schon merkst, dass ihm ja eigentlich die Augen zufallen und er eigentlich die Augen aufhaben möchte, aber ihm einfach zufallen und sag er dann wieder aufschreckt, das ist halt eben wieder schon nicht so entspannt. Weißt du, was ich meine? Also einfach mal hingucken. Das ist uns Videos machen. Das ist halt immer so schön, wenn man dann halt einfach Videos macht. Und wenn du dann dein Hund halt einfach hast und in 5 verschiedenen Situationen einfach mal stehen bleibst, einfach vielleicht mal im Wald stehen bleibst und er legt sich hin, Video machen. Dann, wie ist er, wenn du im Dorf stehen bleibst, 5 Minuten. Dann, wie ist er, wenn du in der Stadt stehen bleibst, 5 Minuten. Dann, wenn du vielleicht beim Spaziergang mal apportiert hast oder Futtersuche gemacht hast, also jetzt wirklich was ganz Entspanntes und dann mal stehen bleibst, wie ist er denn da? Und da dann dir die Videos einfach mal alle anschaust, dann kriegst du wieder so einen Blick dafür. Ah ja, krass, genau, das ist mir da eigentlich gar nicht aufgefallen. Aber wenn ich mir jetzt das Video nach einem Futtersuch spiele und jetzt in der Stadt, genau, da fängt er schon so an, mit dem Kopf zu nicken und der Kopf wird schwer. Und bei dem anderen guckt er noch und dann legt er den Kopf wieder hin. Und dann kommt was und dann macht er den Kopf wieder ganz langsam hoch und beobachtet den Menschen, der da vorbeigeht. Und dann legt er den Kopf wieder ganz langsam am Boden. Alles okay. Aber weißt du, dieses verkrampfte schon liegen und dieses verkrampfte, ja, nicht einschlafen und wirklich aber umfallen und die Umwelt nicht mehr wahrnehmen, passiert mir bei dem einen oder anderen Welpen tatsächlich, dass da Hunde rumlaufen und die Welpen einfach da liegen. Ein Welpe, also wir reden von Welpen, ne? Und da hinten toben 2 Welpen und ein Welpe liegt mitten im Unterricht und pennt, ist ja nicht normal. Und das ist dann eben ganz wichtig, die 5 Videos, die immer mal wieder anschauen und dann siehst du halt einfach wirklich die Unterschiede. Genau. Okay, in diesem Sinne, genau, sind wir bei der letzten Folie angelangt. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid noch alle wach. Und genau, war jetzt nicht allzu langweilig. Wie gesagt, ja, es ist natürlich immer, wenn man schlaft, wie gesagt, dann ist er gleich immer so Schlaf und so gähnen und überhaupt. Genau, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wie gesagt, am Donnerstag haben wir dann halt einfach so diese Entspannung, Ruhe im Alltag. Wobei es ist eher so ein bisschen Vortrag, warum es alles nicht entspannt und ganz viele Fragen. Also es sind wirklich ganz, ganz, ganz viele Fragen, wo ihr euch selber mal Gedanken, weil das will ich ja auch immer mit meinen Webinaren, dass ich nicht nur sage, macht das so und so und so und so, sondern dass ihr euch einfach Gedanken macht, aha, aha, aha. Daran sollte ich vielleicht denken, das sollte ich vielleicht mal beim nächsten Mal mich mehr oder weniger mehr, ja, mich mal mehr anschauen. Ah, wie schicke ich den Hund auf die Decke? Aha, was heißt eigentlich Deckenkommando? Ne? Wie schaut für euch Entspannung aus? Was bedeutet für euch Ruhe? Also da sind ganz, ganz, ganz viele Fragen, wie gesagt, für den Besitzer, um mal auch dieses Verständnis für was ist eigentlich wirklich Ruhe und warum kann mein Hund auch gar nicht ruhig sein, euch da wieder ein bisschen mehr zu vermitteln. So, jetzt gucke ich mal, ob noch eine Frage da ist. Ja, genau, die Vera. Ich wünsche euch alle genau auch eine schöne Rennphase, ganz genau. Schöne Träume. Genau. So. Susanne, wir sind hellwach, sehr schön. Nein, okay. Also, wenn keine Frage mehr ist, dann. Also, wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, dann nochmal ganz schnell fragen. Ansonsten könnt ihr, sage ich ja immer, noch fragen,
ja tatsächlich morgen oder übermorgen, wenn ihr jetzt darüber geschlafen habt und euch jetzt noch irgendwie was einfällt. Oder wie gesagt, Julia, schick einfach mal ein Video rüber von deinem Hund, wo du dir vielleicht nicht ganz sicher bist, ob das jetzt tatsächlich Konfliktschlaf ist oder anderes. Und ansonsten, genau, einfach mehr drauf achten. Auch, aber denkt immer daran, was sagt meine Mutter, unseren Hunden soll es nicht immer besser gehen als uns, sonst überleben uns unsere Hunde. Was hätten sie dann? Also auch mal auf unseren Schlaf tatsächlich wieder achten. Genau, und in diesem Sinne, ja, wünsche ich euch jetzt einen schönen, erholsamen Abend auf alle Fälle noch und eine wunderschöne, erholsame Nacht. Und tschüssi.